Hi meine Lieben, das Video, wo ich Gelnägel mit Fräser entferne, das ist ja schon online, das kann ich euch hier oben gerne auch nochmal verlinken. Ich habe auch versprochen, ein Video zu machen, wo ich Gelnägel mit einer ganz normalen Handfeile entferne, für Anfänger, die zum Beispiel kein Fräser haben. Ist manchmal auch der sichere Weg, wenn man im Umgang mit dem Fräser vielleicht noch nicht ganz so geübt ist. Das Ganze dauert natürlich auch ein bisschen länger, ist mit ein bisschen mehr Kraft verbunden, aber ich denke, es wird wahrscheinlich der sichere Weg sein. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Ich file jetzt zuallererst mal im vorderen Bereich, aus dem Grund, weil man hinten meistens viel weniger Material hat. Zumindest wenn das Nagelstudio gut gearbeitet hat, hat man hinten ohnehin weniger Material, beziehungsweise dann ja den Rauswuchs. Deswegen beginne ich im vorderen Bereich und ich schaue natürlich auch immer von vorne, wie viel Restmaterial ist da drin, wie dick ist das Ganze noch, und file dann einfach mit der 100er Körnung zwar, aber mit Gefühl runter. Zwischendurch entstaube ich immer, um zu schauen, ob ich eh nirgendwo schon am Naturnagel angelangt bin. Ob ihr am Naturnagel seid oder nicht, das seht ihr hinterher an der Farbe bzw. an der Struktur. Wenn es denn soweit ist, dass ich am Naturnagel angelangt bin, dann zeige ich euch das natürlich, wie das aussieht. Wundert euch bitte nicht, ich werde das Ganze ein bisschen öfter schneiden müssen. Mir ist ein paar Mal jetzt die Hand eingeschlafen, weil einfach die Position vor der Kamera natürlich nicht die ideale ist. Ich versuche für euch im Bild zu sein, ich versuche scharf zu sein. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich das Ganze zu feilen, dass ihr das halbwegs in Echtzeit habt. Das alles ist nicht ganz so einfach, deswegen entschuldige ich mich jetzt für die Schnitte. Aber ihr sollt das ja natürlich auch so gut wie möglich mitbekommen. Mittlerweile bin ich auch schon bei der 180 Grit Seite angelangt. Also ich feile jetzt nicht mit der groben, sondern mit der feinen, weil ich halt immer näher und näher am Naturnagel bin. Und je näher am Naturnagel, umso vorsichtiger feile ich dann. Nie zu lange an einer Stelle bleiben, weil das wird dann heiß. Ich gucke mal, ob schon irgendwo Naturnagel ist. Sieht nicht so aus. Da ist jetzt überall, kann er noch seitlich drücken. Und dann merkt ihr, wenn ihr es noch nicht so leicht verdrücken könnt, dann merkt ihr, dass einfach noch ein bisschen Restmaterial oben ist. Und immer dann schön gleichmäßig. Ganz, ganz wichtig ist es natürlich, den Naturnagel nicht zu beschädigen, weil, naja, hinterher ist er dann ausgedünnt. Er kann rot werden, er kann wehtun. Das ist auch materialunabhängig. Also wenn der Nagel dann hinterher dünn ist und schmerzt, dann kommt das vom Feilen, vom Entfernen und nicht vom Material. So, hier sieht man es jetzt. Ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt. Ja, durchs Display sehe ich es. Hier beginnt jetzt der Naturnagel. Also hier, wo der Kreis ist, da würde jetzt der Naturnagel beginnen. Das sieht man wirklich klar und deutlich, auch als Anfänger. Was heißt das jetzt, wenn da Naturnagel ist? Das heißt natürlich, dass ich da nicht mehr drüber feile, weil da das Material halt auch schon weg ist. Und das mache ich dann mit dem ganzen Nagel. Auch im hinteren Bereich. Das mache ich immer ganz zum Schluss mit. Und so mache ich das dann. Zwischendurch immer gut entstauben, dann sieht man mehr. Und so mache ich das dann, ja, bis so, ja, der Großteil zumindest des Materials entfernt ist. So sieht das Ganze jetzt einmal runtergefeilt aus. Es sind noch leichte Produktreste oben. Das erkennt ihr, wie gesagt, hier an der Farbe, da links zum Beispiel oder hier rechts an der Spitze. Leichte Materialreste sind noch oben, das macht aber nichts. Das lässt man dann entweder rauswachsen oder ja, man kann es überlackieren mit Nagellack oder sonst was. Ihr seht, dass der Nagel hier ja auch relativ stabil ist. Wie gesagt, leichte Produktreste sind noch oben. Ihr könnt den hier rechts und links auch wieder zusammendrücken. Daran erkennt ihr auch, dass jetzt nichts mehr oben ist. Ich persönlich mache dann hinterher immer noch eine Maniküre. Rein schon, um den Nagel zu versiegeln, würde ich da auch transparenten Nagellack oder Nagelhärte oder sonst was auftragen. Müsst ihr nicht, aber ihr könnt. Es wäre kein Problem. Genau, und so entfernt man Gelnägel.